Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ramon Schlembach und in diesem Video soll es um die Frage gehen, sag mal, kann ich bei der Partnerwahl eigentlich zu anspruchsvoll sein? Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere gern diesen Kanal. Hier geht es um das Thema glückliche und erfüllte Partnerschaft, besonders für Menschen, die viel Zeit und Energie in ihre Karriere stecken, in ihre Leidenschaft. Sei es also, wenn du Unternehmer bist, Selbstständiger oder vielbeschäftigter Angestellter oder Politiker oder was weiß ich, dann bist du hier genau richtig und alle anderen, die ihre Beziehung quasi aufs nächste Level bringen möchten, natürlich auch. Ich habe genau diese Frage, um die es heute gehen soll, in einem Kommentar als Videowunsch bekommen. Sag mal, kann ich zu anspruchsvoll sein? Und ich möchte quasi, wie ich es ja immer mache, schon mal die Frage ganz knapp beantworten. Ja, du kannst zu anspruchsvoll sein. Aber ich möchte es noch ein bisschen genauer erklären. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn du keine Ansprüche hast, dann machst du dich selbst unglücklich. Ja, meine Coaches haben damals immer gesagt, die meisten Menschen stolpern in irgendwelche Beziehungen rein, weil sie gerade da sind. Das war die Kollegin, die am Platz neben mir saß, oder der Barista, der morgens immer meinen Kaffee gemacht hat und der war einfach gerade da, der oder die stand auf mich. Und dann dachte ich, naja, ja gut, passt schon irgendwie. Und wenn du so da rangehst, dann wirst du aus meiner Sicht langfristig gesehen nicht glücklich. Und tatsächlich muss man ganz ehrlich sagen, die meisten Menschen denken aus meiner Sicht nicht genug darüber nach, was passt zu mir, was ist mir wichtig. Es gibt ja diesen Spruch, du bekommst, was du tolerierst. Das heißt, wenn du alles tolerierst, ne, und wenn dir das egal ist, wie er oder sie sich um ihre Gesundheit kümmert, wenn es dir egal ist, wie er oder sie mit anderen Menschen umgeht, dann wirst du einfach irgendwas bekommen. Das heißt, und das ist quasi eine zentrale Message, mach dir darüber Gedanken, was ist mir wichtig. Es gibt übrigens, ich habe schon ein Video gedreht, und zwar irgendwie Partnerwahl, wie es richtig geht oder sowas in der Art. Ja, das verlinke ich dir mal, das kannst du dir mal anschauen. Aber grundsätzlich, und ich habe mir dazu auch noch ein paar Notizen gemacht, genau, was wird ihr? Also hab Ansprüche und jetzt kommt aber das große Aber. Und zwar, sei dir darüber bewusst, du wirst niemals jemanden finden, der perfekt ist. Das funktioniert einfach nicht. Kein Mensch ist perfekt. Und ja, du wirst jetzt denken, ja, das wissen wir doch alle, aber wir vernachlässigen das manchmal. Gerade in dieser Welt, in der wir ganz viele YouTube-Videos und Podcasts immer hören, größer, weiter, schneller, toller. Und dafür bin ich ja total dafür. Also ich bin ja für konstantes Wachstum, immer über sich hinauswachsen und immer mehr erreichen, als man denkt, dass es möglich ist. Aber das sorgt manchmal dafür, dass wir irgendwie diesen Druck haben, wenn ich jetzt jemanden für mich nehme aus der Menge der Leute, die ich da auf Tinder und Co. finde, dann muss er oder sie perfekt sein. Und glaub mir, das wird nicht passieren. Wenn du gerade jemanden kennengelernt hast und du hast das Gefühl, boah, der ist aber perfekt, dann, ich bin nicht so gerne der Überbringer von schlechten Nachrichten, aber dann kann ich dir sagen, mach dich bereit für eine Überraschung. Denn dieses Gefühl, mein Gegenüber, den ich da gerade kennengelernt habe, ist perfekt, den gibt es in der Regel nur während der Phase der rosaroten Brille, also diese Verliebtheitsphase am Anfang. Irgendwann wird uns immer klar, was unser Partner für Schwächen hat. Und ich bin nicht perfekt, meine Partnerin ist nicht perfekt, deine Eltern sind nicht perfekt, Eltern sind nie perfekt und dein zukünftiger Partner oder jetziger Partner wird auch nicht perfekt sein. Und jetzt kommen wir quasi zu den wichtigsten Gedanken dieses Videos und das gilt für, wenn du jetzt noch keinen Partner hast und auf der Partnersuche bist, genauso wie wenn du jetzt in der Partnerschaft bist. Werde dir darüber klar, was ist mir wichtiger als andere Dinge? Ja, dir wird nicht, und dir, auch wenn du das vielleicht glaubst, dir wird nicht alles gleich wichtig sein. Wenn du jetzt sagst, es ist mir wichtig, dass mein Partner mich unterstützt, aber gleichzeitig unabhängig ist von mir, sein eigenes Ding macht. Ich bin mir ziemlich sicher, eins davon wird dir wichtiger sein. Und du musst rausfinden, was das ist. Denn kein Mensch hat alles. Und das sollte auch nicht unsere Erwartung an unseren Partner sein, dass er oder sie alles perfekt bei uns bedient. Aber du kannst dir darüber klar werden, das ist mir wichtiger, das ist mir nicht so wichtig. Was soll das heißen? Ich habe zum Beispiel aus meinen damaligen Beziehungen gelernt, okay, mir ist jemand wichtig, der total warmherzig und fürsorglich ist und beziehungsorientiert, weil ich früher quasi immer
Unsere Dates wurden abgesagt, weil irgendwie, oh, ich muss lernen für die Uni und das hat mich hart genervt. Ja, ich habe dann daraus gelernt, okay, ich will eine Partnerschaft, wo wir immer dieses Teamgefühl haben. Und was ich aus einer anderen Partnerschaft gelernt habe, ist, okay, ich möchte jemanden, der Verständnis hat und Unterstützung dafür, dass ich selbstständig bin. Ja, und natürlich gibt es noch andere Dinge, die mir wichtig sind, aber die beiden haben Gewicht. Und dann ist es mir jetzt weniger wichtig, wie groß oder klein meine Partnerin ist, was für einen Beruf er oder sie macht. Ne? Es gibt Dinge, die sind wichtiger und weniger wichtig. So, und jetzt kommen wir zu Punkt Nummer zwei und das ist zentral. Wenn du jetzt das Gefühl hast, das ist mir wichtig, stell dir mal die Frage, warum ist mir das eigentlich wichtig? Warum ist mir das wichtig? Wenn du auf deiner Liste stehen hast, ja, also es ist mir wichtig, dass mein Partner mir jeden Tag Komplimente macht. Jeden Tag. Manch einer hält das vielleicht jetzt gerade für witzig, aber es gibt Menschen, denen ist das so wichtig. Stell dir die Frage, warum ist mir das so wichtig? Natürlich hören wir alle gerne Komplimente, aber wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das jeden Tag, dann würde ich dich mal dazu anregen wollen, zu überlegen, okay, was fehlt mir, dass ich das immer jeden Tag hören muss, wie toll ich bin? Ja, oder, ich möchte meinen Partner, also ich möchte nicht, das nicht übertreiben, ich möchte meinen Partner maximal ein, zweimal die Woche sehen. Also erstmal grundsätzlich, ne, es ist alles legitim, alles, was du willst, ist erstmal legitim, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken, warum? Ne, habe ich vielleicht jetzt in diesem Fall damals mal eine Beziehung geführt, wo wir uns jeden Tag gesehen haben und die ist gescheitert und ich attribuiere da jetzt drauf, ah, das lag daran, dass wir uns jeden Tag gesehen haben, dann wurde es langweilig. Was sind die Mechanismen, die im Hintergrund bei dir ablaufen? Was sind quasi die unbewussten Programme, die da laufen? Und wenn du dir darüber klar wirst, dann kannst du wirklich sehen, okay, das ist mir wichtig. Oh, und das war mir irgendwie wichtig, weil da fehlt mir was. Oder ich habe da noch Potenzial, mich zu entwickeln. Und dann empfehle ich dir, mach das. Entwickel dich. Ja, es gibt ja diesen Spruch, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, weil viele Menschen haben total viele Ansprüche an ihren Partner für Dinge, die sie sich eigentlich selbst geben könnten. Oder wo sie quasi so ein Fass ohne Boden haben. Und das gilt auch natürlich für alle Menschen, die jetzt gerade in der Beziehung sind. Christian Bischoff hat mal gesagt, die Sachen, die uns bei unseren Partnern am meisten aufregen, sind meistens ein guter Spiegel für unsere Persönlichkeit. Ja, also warum triggert mich sowas? Warum triggert mich, dass er oder sie unpünktlich ist, so doll? Ne, ich kann Unpünktlichkeit auch nicht leiden, aber ne, einfach mal darüber, über sich selbst nachzudenken. Warum raste ich immer aus, weil er oder sie lange schläft? Oder was auch immer es bei dir ist, in deiner Partnerschaft, ne, denk mal darüber nach, weil manchmal kommst du halt zu dem Schluss, ah, okay, ich kann mich da selbst rausentwickeln, ich brauche gar nicht diese Ansprüche und Erwartungen an meinen Partner haben. So, und jetzt nochmal, um zu dieser Ausgangsfrage zurückzukommen, kann ich zu hohe Ansprüche haben? Ja, kannst du. Du kannst dir wünschen, mein Partner, meine Partnerin muss Modelmaße haben, traumhaft aussehen, einen Doktortitel und Millionen auf dem Konto haben, kannst du. Also es gibt solche Menschen und du kannst dir das als Ziel setzen, spricht ja gar nichts dagegen. Aber wenn ich jetzt den Anspruch gehabt hätte an meine Partnerin, die müsste millionenschwer sein, dann hätte ich mir viel, viel verwehrt. Weil weder ich noch sie waren millionenschwer. Ja. Das heißt, stell in Frage, was du, wenn du ganz, ganz, es geht ja auch jetzt um dich jetzt, die diese Frage gestellt hat. Was sind meine hohen Ansprüche und wo kommen die her? Und dann stellst du vielleicht fest, ah ja, okay, das macht total Sinn, das ist für mich, für ein glückliches Leben wichtig. Und oh, hier habe ich aber irgendwelche Löcher gestopft oder versucht das. Und dann sage ich, also, und deshalb sage ich quasi, okay, du kannst hochzielen,
Hab Ansprüche, ja. Du bekommst, was du tolerierst. Identifiziere, was dir am wichtigsten ist. Aber guck mal, gibt es irgendwas, wo man eigentlich sagen kann, ja, okay, so zentral ist das nicht für mein Beziehungsglück? Ja, oder habe ich da Potenzial, mich selber noch zu entwickeln? Die Zuschauerin, die diesen Videowunsch hatte, hat auch gesagt, mein Bild von Männern ist eventuell auch nicht so gut. Und das hat zwar jetzt mit dieser Frage nur am Rande was zu tun, aber dann würde ich dir wirklich empfehlen, überleg dir, was ist das, was mein Bild da nicht so gut macht? Wo kommt das her? Wahrscheinlich eine vergangene Beziehungserfahrung. Und dann bearbeite das. Weil wenn du dir immer im Weg stehst, ne, vielleicht hast du so hohe Ansprüche aus Schutz, weil du weißt, oh, wenn ich wieder in der Beziehung lande, dann geht es wieder krachen oder ich werde wieder verarscht. Dann kann letztendlich kein Mann gut genug sein. Dann hat das aber nichts mit deinem Anspruch zu tun, sondern dann hat das was mit deinem Schutzmechanismus zu tun, aufgrund deiner schlechten vorherigen Erfahrung. Einfach das mal als Gedankenimpuls. Ich hoffe, dieses Video hat dich und auch die anderen weitergebracht. Hab Ansprüche, sei dir aber darüber bewusst, dass niemand perfekt ist und identifiziere, was ist wirklich wichtig für mich. Und was ist eigentlich weniger wichtig? Also welche Prioritäten habe ich eigentlich? Und dann halt die Augen offen und geh raus und kreiere Chancen. Wenn dir das Video also weitergeholfen hat, dann bitte lass mir ganz viele Daumen hoch da. Teil das Video mit deinen Freunden, Kollegen oder Familienmitgliedern, wo du sagst, das hilft dir weiter. WhatsApp, Facebook funktioniert wunderbar. Und wenn du selbst ein Beziehungsthema hast, du hast Unklarheit oder ihr streitet euch viel oder es ist langweilig, du möchtest wieder mehr Spannung haben. Du hast das Gefühl, also ihr behandelt euch nicht mehr gut, ihr haltet euch gegenseitig auf, was auch immer es ist, dann guck mal unten in der Box, da findest du einen Link, da kannst du dich auf ein kostenloses Erstgespräch bewerben. Und in diesem Gespräch klären wir erstmal, was ist das, was du loshaben möchtest? Was ist das, was du stattdessen erreichen möchtest? Du kannst ganz viel über mich, also kennenlernen, damit du feststellen kannst, mag ich den wirklich, vertraue ich dem, sodass wir am Ende entscheiden können. Also möchtest du und möchten wir miteinander arbeiten? Also diesen Link findest du unten in der Box. Ansonsten, wie immer, danke für dein Vertrauen, danke für deine Zeit und wir sehen uns in 2, 3 Tagen zum nächsten Video. Ciao, ciao.